Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Wind Waker. Gibt's hier noch irgendwas? Oh. Ha. Rubinen. Ja, geht weiter. Und wir müssen ja hier zu Nico. Hey, Neuer, ich bin heute dein Obermatrose, kapiert? Also hör auf das, was Nico dir sagt. Und wir werden uns bestens verstehen. Also als erstes machen wir mal den Aufnahmetest. Wie sieht das für einen neuen gehört, kapiert? Also sieh mir genau zu, wie ich das mache und schau dir tüchtig was ab, kapiert? So. Zuerst betätigst du diesen Schalter, stelle dich vorhin und bewege den linken Control-Stick, um auf den Schalter zu steigen, kapiert? Die Plattform fährt dann hoch und von unten drauf und muss auf den drauf springen. Naja, so wie ich es mache. Ja, wow, viel Anlauf nehmen und dann geht er schon, ja. Kapiert? Dann musst du auf die Plattform vor dir springen, aber die ist ein bisschen weit weg, was? So weit springen leider nicht drin, aber es gibt natürlich einen Trick. Wenn du dieses Seil springst, kannst du dich an ihn festhalten. Mit Hilfe von dem linken Analogstick kannst du es bewegen oder schwingen. Und wenn du loslässt, oder zum Loslassen, also zum Springen. Ja, ja, so wie er es macht. Na, hast du alles kapiert? Das machst du dann einfach ein paar Mal, bis du der Türe zum Raum da hinten ankommst. Allerdings ist die Plattform nicht ewig. Bleiben die Plattform nicht ewig? Also beeil dich, kapiert? Ich frage mich immer, von wo kam er denn? Eigentlich hätte es ja mehr Sinn gemacht, wenn er vom Seil vom letzten noch rübergesprungen wäre. Bis du es hierhin geschafft hast, brauchst du mindestens ein Jahr Übung. Naja, wenn du es schneller schaffst, sollte ich dich wohl loben. Also häng dich rein. So. Was wir zuerst machen, ist es deaktivieren. Und dann aktivieren wir es wieder. Weil wir wollen ja, dass es oben bleibt. So, ganz einfach. Ranspringen. A drücken. Justieren. A drücken. Mal schauen, ob ich es einmal schaffe, ohne runterzufallen. Oh. Okay. Na, wäre auch schön gewesen. Also wirklich, was soll das werden? Musst du schon genau springen, wenn du die hier schaffen willst. Ja, ich weiß doch. Wir können es ja nochmal deaktivieren. Und dann nochmal aktivieren. Eigentlich haben wir genügend Zeit. Also es ist, wenn man einmal runterfällt, das ist schon, liegt schon noch drin. Die Steuerung ist leider nicht ohne. Also meistens liegt es eher an der Steuerung, dass man versagt, als an dem hier. So. Was? Du hast das so schnell geschafft? Ich hab dich wohl unterschätzt. Aus dir wird vielleicht auch mal so ein guter Matrose, wie ich es bin. Ob ich ihm das wohl einfach so geben kann? Ach was, wird schon passen. Also, die Schatzkiste da drüben ist für dich. Kleine Andenkung von deinem Obermatrose, Nico, sozusagen. Nimm dir den Schatz besser schnell, bevor noch die anderen kommen. Mach schnell, bevor die anderen noch was mitbekommen.
Die werden nie was mitbekommen. So. Was ist wohl in dieser schönen Schatztruhe drin? Gut, ich weiß, was da drin ist. Deswegen brauchen wir auch ein bisschen... Ja gut, brauchen wir eigentlich nicht. Egal. Wir werden sowieso noch genügend bekommen. Also Rubinen. Ich rede von Rubinen. Du hast die Beutetasche gefunden. Naja, erhalten wohl eher. Oder bekommen. Ein praktisches Tasche, in dem du hauptsächlich im Kampf erworbene Items verstauen kannst. Von diesem Item gibt es insgesamt 8 Arten. Wenn du den Inhalt der Tasche ansehen willst, wähle ja, X, Y und Z. Nein, nicht ganz. Hey, Neax, wir sind bei der verwunschten Bastion angekommen. Komm sofort rauf. Lustig, aber deine Geldtasche hatten wir ja schon am Anfang. Geldbeutel, ja. Ja, kommen ja aus der Schweiz, ne? Also ich. Ach nö, ich wollte dir doch noch so viel beibringen. Naja, ein andermal. Sobald du mit der Sache fertig bist, komm einfach wieder bei mir vorbei. Ja? Gib dir das hinter die Ohren, Kleiner. Okay, ich habe seine Stimme irgendwie wieder falsch ausgesprochen, aber ja. Ich hab's nicht so mit Stimmen. Genauso wie mit Namen. Oxidio. Sagt ihr eigentlich nochmal das Gleiche? Oho, scheint als wär's... Oho, scheint als wären wir angekommen. Geh schnell an Deck, sieh die erste an. Und jetzt? Ich sag ja nochmal das Gleiche, weil du vielleicht nicht verstanden hast, was ich gesagt hab. Egal. Hey, Neax, hier, bin ich. Sie hat vorhin gesagt, come on, komm hier hin. Was ist eigentlich, das habe ich noch nie gemacht, mit anderen geredet. Du fandest Nikos Test einfach? Im Ernst? Der ist gut. Du fandest Nikos, also? Captain Tater, sie wartet auf, oben auf dich. Wir sind bei der verwunschten Bastion angekommen. Seht ihr aber gerade. Ach da, hinten. Oh. Ja gut, wir werden sie immer noch ziehen. Dass ich nach oben komme. Was will sie wohl von mir? Oh, jetzt sehen wir sie besser. Was treibst du bloß so lange mit Nico? Ihr werdet doch nicht irgendwas um einen Scherz oder so gewettet haben, oder? Ich weiß, ich mache wieder die Stimme völlig an. Aber wie auch immer, sieh mal. Das ist die verwunschte Passion. Früher war das hier nur der Unterschlupf einer Bande feindlicher Piraten. Aber jetzt scheint es ja wirklich gefährlich geworden zu sein. Sieh mal da. Da drüben. Das Fenster da. Kommt dir die Möwen irgendwie bekannt vor? Ich vermute mal stark, dass sie da oben deine kleine Schwester, ja gut, kleine steht nicht, aber Schwester gefangen halten. Die Bewachung scheint aber ziemlich streng zu sein. Die findet uns noch bevor wir überhaupt einen Fuß an Land gesetzt haben. Also wie stellen wir das wohl am schlauesten an? Oh ja. Was soll das? Lass mich hier raus! Nun, mach doch nicht so einen Aufstand. Ein paar Opfer muss man bei solchen Unternehmen eben bringen. So ist das halt. Außerdem, die Sache ist völlig ungefährlich. Wir haben das schließlich, machen das schließlich ständig.
Also ist alles feuerbereit. Lass ihn ordentlich durch die Luft sausen. Ich will einen Flug nach Vorschriften sehen. 3, 2, 1. Bums, bums. Bye. Der andere winkt. Das ist fast wie das von Fortnite. Bei Fortnite, dieses Winken. Oh nein, unser Schwert. Oh. Und flutsch. Verwunschene Bastion. So, wir können laufen. Oh nein, dein Schwert. Oh nein, dein Schwert. Tut mir leid. Da haben wir wohl etwas daneben gezählt. Hahaha, schau da. Du schaust aber auch dumm aus der Wäsche. Der Stein, den ich dir vorhin heimlich zugesteckt habe, das ist nicht einfach so bloß ein irgendein Stein. Mit seiner Hilfe kann ich sehen, was du gerade so treibst. Wie du siehst, können wir sogar kommunizieren, also drücke den Knopf, wenn dieses so aussieht. Oh. Ich habe den Stein in dem Status-Menü getan. Da findest du ihn in der Item-Menü. Aber du gibst ihn mir schön brav wieder, sobald du deine Schwester gerettet hast. Also verliere ihn bloß nicht. Dann mal los. Frisch ans Werk. Aber pass auf die Suchscheinwerfer auf. Du solltest besser nicht in die ihre Lichter geraten. Okay, okay. Na ja. Mit das sind ja diese Fässer hier. Rubinen. Ich glaube, ich kann 500 am Anfang schon tragen. Oh. Bisschen knapp. Ach, stimmt, ich habe keine Handschwert. So. Gehen wir doch rein in die schöne Stube. Ich weiß zwar nicht, wie er diese Tür aufbringt, aber egal. So ohne Schwert, das ist halt ein bisschen mühsam. Aber ja. Was soll's. Na gut, eines machen wir. Wir lassen uns gefangen. Hallo. Hä? Wieso? Wieso gibt es hier bitte schön dieses Ding? So. Eines kann man, glaub, machen. Die Stühle aufnehmen und... Ja, gut. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, wir nehmen das nächste Jahr. Ich meine, wir sind jetzt gefangen. Wir kommen hier nie mehr raus. Nein, Scherz. Ich wollte auch diesen Witz machen, wo Let's Play Markus gemacht hat. Okay, bis zum nächsten... Ja, ist mir klar. Bist du da dringend eigentlich auf dein Lebensabend warten? Alte Zelle ist prickelig, also ein Marmorkuchen. Wäre doch gelöscht, wenn du da nicht irgendwie ein Loch zum Durchschlüpfen findest, oder? Wir wissen es ja schon. Für das ist nämlich diese schöne Vase da. Wobei dieses Loch ziemlich schön aussieht. Naja,
Man muss ja rauskommen können, oder? Das wäre es nämlich so. Stell dir vor, du wirst gefangen. Game over. So. Alles, was ich diesmal nicht vergessen darf, ist die Truhen, was hier gibt. Und ja, es gibt wirklich Truhen schon hier. Und das ist im Prinzip unser erster Dungeon. Und zwar die Truhe zum Beispiel. Du hast die Labyrinthkarte gefunden. Auf dem Wii U Gamepad siehst du nun auch Räume, die du noch nicht betreten hast. Ja, das sieht dann folgendermaßen aus. Und zwar so. Darum spiele ich das eigentlich mit Wii U Pro Controller. Damit ich euch auch zeigen kann, wie das Ganze auf der Karte so aussieht. So. Naja. Aber ich glaube, wir können 500 Rubine tragen. Deswegen ist nicht mal schlecht, wenn ich das schon mache. So. Nix, hör mir gut zu. Wenn du die Leiter raufkletterst, erwartet dich da oben der Unhold, der diese Suchscheinwerfer bedient. Wenn du ihn bezwingst, hältst du damit vielleicht die Scheinwerfer an. Dummerweise bist du unbewaffnet, außer dein Schild. Hast du nichts, um dich zu stellen. Also an deiner Stelle würde ich ihn mit dem Schildangriff dieser Schurken abwehren. Und wenn er seine Waffe verliert, dann schnell durch Drücken von A aufnehmen. Naja, mal sehen, wie ich behaupte. Naja, es gibt auch eine viel einfachere Variante. Und zwar einfach hochklettern. Dann gibt es hier gewisse Krüge. Also hier ist ja der Gegner. Der macht den Scheinwerfer aus, sobald er uns sieht. Und hier gibt es Krüge. Dann nehmen wir so ein Ding auf und prügeln ihn windelweich. Der einzige Nachteil, wir können mit dieser Waffe nicht unseren Schild benutzen. So, den ersten haben wir schon mal. Den zweiten kriegt man eigentlich relativ einfach, wenn man hier einfach entlang geht. Der dritte wäre dann ein bisschen schwer. Und der Grund, wieso wir diese Scheinwerfer eigentlich ausmachen müssen, ist nicht, weil wir unten immer von den Scheinwerfer getroffen werden, beziehungsweise eingesperrt werden können, sondern um überhaupt weiterzukommen. Um auch unser Schwert zu holen. Und deswegen erspare ich euch einfach die Szene. Also jedenfalls die... Rubin. Wenn man die nicht ausmacht, weil das bringt es jedenfalls nicht. Aber ich würde sagen, wir machen das Ganze im nächsten Part wieder. Also schaltet beim nächsten Mal ein. Daumen nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Ha. Ja. Was euch gefallen hat. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt The Legend of Zelda The Wind Waker. Also macht's gut und tschüss.